Brauche ich jetzt erstmal noch Holz, damit die Repair Station fertig wird. Deswegen muss ich hier mal ganz dringend hier erstmal weitermachen. So. Ja. Genau. Die Frage ist jetzt, die ich mir an dieser Stelle stelle. Das hat meinen speziellen Stellenwert. Macht das wirklich Sinn? Oder wie die lieben Grammatik-Nazis es gerne gehört hätten, ergibt dies Sinn? Ist die Lösung aller Probleme wirklich Verbieten von Plastiktüten im Rahmen der Umweltpolitik? Oder ist dieses Problem vielleicht nicht umweltpolitisch zu lösen, sondern vielleicht außenpolitisch? Heißt, wäre es nicht an unserer Stelle dann irgendwie vonnöten, anstatt Plastiktüten und Strohhalme zu verbieten, mal an die entsprechenden Firmen ranzutreten, die immer noch in großen Mengen Plastikmüll produzieren. Was ist mit den ganzen Einwegflaschen zum Beispiel? Immer wieder wird einem nahegelegt von verschiedenen Umweltschützern, durchaus teilweise zu Recht, finde ich, auf Einwegflaschen zu verzichten. Und ich sehe das prinzipiell auch so. Ich habe hier immer meinen Wasserkasten. Das sind zwar auch Plastikflaschen, aber es sind Mehrwegflaschen und die werden auch so wieder verwendet. Zumindest hoffe ich das doch inständig. Sonst wäre diese ganze Chose eigentlich ziemlich für den Arsch. So. Jetzt könnte ich hier die Axt reparieren, indem ich 5 Steine hier reinhaue. Wenn natürlich 5 Steine benötigt. Das ist klar. Warte mal, haben wir. Nee, eingelagert dürfte ich keine mehr haben, weil ich natürlich die ganze Zeit verbrate. Ist das? Das ist natürlich kein Stein, sondern irgendwas anderes, was wir erstmal wieder umwandeln müssen. Aber gut. Macht ja nichts. Was wollte ich sagen? Ja. Anstatt eben so ein Pupskram zu verbieten, der eigentlich am wenigsten wehtut, weil die großen Mengen Müll in den Meeren, wie zum Beispiel die Einwegflaschen, genau, ich war bei den Einwegflaschen, sollte man nicht da irgendwie mal an die Firmen näher treten und sagen, hier Leute, das ist ein anderer Stein, das bringt nichts. Das geht so nicht. Das könnt ihr nicht bringen. Hört endlich mal auf mit dieser Einwegflaschenscheiße. Und der Endverbraucher selbst ist ja manchmal auch so ein bisschen chancenlos, muss man da an der Stelle auch einfach sagen. Ich, wie gesagt, ich habe meinen Wasserkasten mit Mehrwegflaschen, die werden wieder verwendet, wieder füllt oder in irgendeiner Form wird damit auf jeden Fall etwas Brauchbares geleistet. Dann bin ich aber auch ein großer Freund von Almdudler. Almdudler ist für mich halt einfach so ein Traditionsgetränk. Das erinnert mich immer an früher, an den Urlaub, so noch mit meinen Eltern zusammen. Da gab es den Almen auch immer Almdudler und das Zeug habe ich einfach, weiß nicht, schätzen, lieben gelernt. Und ja. Deswegen trinke ich das ganz gerne halt eben. Aber Almdudler ist leider, leider ein Getränk, das es immer nur in Einwegflaschen Sixpacks gibt. Und ja, jetzt ist für mich irgendwo die Möglichkeit zu sagen, ja, ich verzichte. Ganz einfach auf den Almdudler, der Umwelt zuliebe.
Das kann man so machen, aber dann muss ich auch andersrum irgendwo wieder gestehen, sehe ich es einfach irgendwie nicht so ganz ein, ne? Weil das Problem, natürlich, klar, kann ich für mich entscheiden, nee, hier die Einwegflaschen, das lassen wir sein. Ein gutes. So. Den kann ich, doch, den kann ich bauen. Oh. Der ist aber. Also ich bin zu hungrig. Ich bin zu hungrig, die Werkbank aufzunehmen. Scheiße. Ja, und da ist es einfach irgendwo mal der Punkt, wo die Regierung vielleicht wirklich eben an diese Hersteller mal rantreten sollte und sagen sollte, hier Leute, geht so nicht. Hört bitte endlich auf mit dieser Einwegflaschenproduktion. Natürlich ist es irgendwo vielleicht gerade mit Plastik zu arbeiten, Plastik herzustellen, das ist schön günstig. So, kann ich jetzt hier mal eine Tür machen? Holztüren kann ich hier machen. Zwei Stück. Wie schön das ist. Werden wir gleich mal bestellen, sobald wir das Holz haben. Jetzt brauche ich erstmal die Steine, um meine Werkzeuge zu reparieren. Die brauchen aber das verarbeitete Holz. Also müssen wir das Holz verarbeiten. So, das wäre schon mal das eine. Das nächste ist dann die außenpolitische Nummer, dass man zu den, entsprechenden Ländern mal herantritt. So ein Land wie China und mit denen wirklich mal in schwere Verhandlungen geht und sagt, Leute, das klappt so nicht, ihr müsst aufhören, hier ständig massenweise Müll zu produzieren, da muss es auch eine andere Möglichkeit geben. So, ich kann jetzt mein Werkzeug reparieren. Sind wir doch mal wieder bei einem neuen, bei einer neuen Stufe der Nachhaltigkeit. Das ist doch schön. Und dann muss man natürlich, ja, bei uns wirklich mal an den Müll reingehen, der das echte Problem darstellt. Und selber vielleicht auch irgendwo da noch mal gucken, dass man da sinnvoll investiert. Energie durch Müllverbrennung zum Beispiel ist immer noch eine ganz interessante Lösung. Da ist man aber natürlich auch irgendwo wieder ein bisschen zwiegespalten, weil das natürlich auch wieder Luftverschmutzung verursacht. Da sind wir wieder beim CO2-Ausstoß. Der böse CO2 ist sowieso auch immer ein Problem. Und bei der Verbrennung von etwas, das man eben verbrennt, entsteht logischerweise eben CO2. Das ist dann halt auch eben wieder nicht gut. Also irgendwie muss man sich was überlegen. Zack, drei fehlen noch. Die holen wir auch noch. Damit wir eben nicht mehr Müll in andere Länder exportieren. Oder man muss gucken, an wen exportiert man. Man muss selbst dafür Sorge tragen, dass die auch fähig sind, diesen Müll zu verarbeiten, sinnvoll. Oder man darf eben nur noch an die Länder exportieren, wo man weiß, dass da sinnvoll verarbeitet wird. Wie auch immer. Aber nicht mehr völlig sinnlos einfach abschieben, Hauptsache weg, haben wir nichts mehr mit zu tun. Das ist halt einfach nicht der richtige Weg. Ja. Und dann muss man nicht so einen Schwachsinn machen, wie zum Beispiel Strohhalme verbieten. Meinetwegen, ja, verbietet die Plastiktüten, wenn es euch was hilft, denn es ist definitiv absolut ersetzbar. Jeder ist durchaus fähig, irgendeinen Stoffbeutel mit sich rumzutragen. Es gibt. Ich bin ja selber Einzelhändler und ich sehe die Kunden immer wieder, wie sie ihre kleinen eigenen Täschchen richtig schön komprimierbar zusammenklappbar zu einem ganz kleinen winzigen Beutelchen
eben immer irgendwo in ihrer Tasche mit dabei haben. Es kann so einfach sein. Und ja. So, ich muss jetzt hier einfach noch auch noch mal was zu essen kochen. Ich könnte einen Farnsalat machen, wenn ich Heidelbeeren hätte. Dann lasse ich das Zeug hier vielleicht noch mal in Ruhe und gucke mal, ob ich Heidelbeeren finde irgendwo. So, jetzt haben wir hier irgendwo ein Lagerfeuerhirsch zum Beispiel. Können wir mal wieder ein bisschen was machen. Zack. Das ist mal wieder ein Momentchen beschäftigt. Ja. So. Also das so als spontane Idee, wie man so ein Problemchen lösen könnte. Zack, ich schmeiße mal da rein. Einer ist logischerweise übrig. Den schmeiße ich hier wieder drauf. Erstmal überlegen wir uns, was wir mitmachen, wenn es soweit ist. Kann ich übrigens hier schon, ja, ich ertrampen. Wir haben mit Sicherheit noch ein paar Wege zu bauen. Ich mache mal 10, auch wenn das mehr Erde verbraucht als wir wollen. Aber so kriegen wir mal hier unseren Stockpile wieder leer, indem wir einfach mal Erdrampen produzieren. Denn die können wir auch irgendwann mal brauchen. Mit Sicherheit. So. Die muss ich hier aus dem Ding erstmal direkt einsammeln, weil der nämlich überhaupt keine zugeordnete Truhe hat. So. So, und dann haben wir hier eine Tür. Und dann haben wir hier eine Tür. Super, damit ist dieses Haus jetzt wirklich endgültig dicht. Sehr schön. Abgesehen von dem Chin hier hinten, wo wir uns jetzt fleißig in den Berg buddeln. Zack. Ah, ist doch schön. Ja, schmeiß da mal hin. Oh. Das Lager etwa voll. Ja, warum liegen die zwei Steine jetzt hier drüben? Wissen wir nicht. So, jetzt haben wir in diesem Haus eigentlich an sich nichts mehr zu bauen. Aber gut, wir könnten uns mal das Dach angucken. Ob wir da noch irgendwie was machen können. Das ist halt jetzt hier so, ne? Aber da könnten wir theoretisch auch noch drauf aufbauen, der Schönheit wegen. Das wäre natürlich auch eine Idee. So, es geht aber jetzt ganz extrem das Essen aus. Ja, das ist jetzt eigentlich alles so am Denken ist, wäre jetzt meine Idee, nochmal loszuziehen und zu gucken, ob wir nicht eventuell irgendwo auch nochmal Heidelbeeren finden. Es wäre an der Stelle relativ einfach, um mal hier Umweltdaten zu schauen. Pflanzen. Heidelbeer. Da. Da können wir jetzt mal den Wegpunkt platzieren. Jetzt können wir mal Marker, den können wir mal wieder löschen. Den anderen lassen wir mal und dann ziehen wir einfach mal los. Dahinter vielleicht erstmal vorher doch nochmal eine Kleinigkeit, damit wir wenigstens so ein bisschen laufen können. Hier mal sowas, da nochmal Fettfleisch reinkloppen.
Gegrillte Agave kann ich eigentlich immer essen. Ich könnte nämlich hier auch getrost in der Zwischenzeit. Ich habe ja noch ein paar. So. Auch nochmal ein paar Agaven grillen. So ist ja nicht. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier.